Moin Leute und herzlich willkommen im 15. Part von Let's Play Tomb Raider. Und wir haben ja letztes Mal hier, da sind wir rausgekommen aus dieser Höhle, nachdem wir da geflüchtet sind. Vor diesem komischen Irgendwas-Viech. Und jetzt geht's weiter und zwar da irgendwo hin. Ja, das ist sehr präzise, ich weiß. Aber mehr weiß ich nur halt auch nicht. Und das zünden wir einfach mal wieder an, weil wir es können. Und mal gucken, ob es hier weitergeht. Dann gehen wir nämlich erst zurück und gehen über die Brücke. Wenn wir da überhaupt, da doch müssten wir eigentlich drüber springen können. Und müsste ich nicht da eigentlich auch hinkommen? Hallo, ich würde hier gerne hoch. So hoch, weißt du so? Dankeschön. So, jetzt fehlen uns nur noch zwei Statuen. Hallo, dankeschön. Wollte dir wenig hoch. Wir gucken mal eben erst hier, was es hier Schönes gibt. Okay. Okay, da hinten muss ich hin. Okay, anscheinend müssen wir hierher. Das heißt, wir gehen doch erst den anderen Weg. Ah, oh, Drecksstein hier, komm. Mach dich dünne. Jetzt gibt's hier wahrscheinlich gar nichts. Ich sehe das schon kommen. Doch, hier gibt's was. Bin auch am überlegen, ob man da drauf springen kann. Da müssen wir hin. Da sind Gegner. Oh, da ging es auch noch her. Das habe ich eben gerade gar nicht gesehen. Ja, es scheint zu gehen. So. Es fehlt nur eine Statue. So, hier geht es jetzt ja gerade eh nicht weiter. Oh, drei Stück sind das. Aua. Mal gucken, ob es hier was gibt. Oh, da ist eine Truhe. Mal gucken, was da Schönes Nettes drin ist. 65 Bergungsgut. Finde ich gut. So, machen wir das jetzt am besten. Kann ich ihn hier ranziehen, dass das auch anfackelt? Hoppala. Na, verdammt. Ups, einen zu früh. Warum muss der da so rumpimmeln, ey? So, komm. Du sollst einfach nur das Drecksding da berühren, das hat abfackelt. Och komm, jetzt wird's aber lächerlich, ne, Kollege? Hallo? Ich fühle mich gerade hier so ein bisschen verarscht. Warte, wir lassen das Ding mal zur Ruhe kommen. Wo geht's hier denn her? Okay, das ist da im Prinzip daneben. Oh, hier ist auch noch was. Hey, fast übersehen. Wir machen das jetzt mal anders. Stellen uns jetzt hier hin. Und ziehen da dran. Ey, geht wieder vorbei. Alter, willst du mich verarschen oder so? Mein Gott, ey, jetzt endlich schwere Geburt. So, jetzt geht's aber weiter.
So, das sind drei Leute. Merken die das wohl, wenn ich den Kollegen da hinten abschieße? Eigentlich müsste man das ja merken, ne? Direkt vor dem Face zischt da so ein Pfeil her. Sollte man eigentlich merken. Vor allem, er guckt jetzt. Egal, ich probiere es aus. Nö. Raffen die gar nicht. Dann habe ich eine Idee. Ah, jetzt haben die mich gesehen. Ah, verdammt, der war zu nah geschossen. Das war jetzt blöd. Ich dachte, die gucken dann da nur hin und... Boah, können die mal aufhören zu schießen? Boah, nein, 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 kein Feuer. Feuer ist böse. Ah, puh. Kopfschuss, okay. Oh, er lebt noch. Naja, habe ich wenigstens Kopfschuss bekommen. Dadurch, dass er beim ersten Mal nicht gestorben ist, kann ich mitleben. Ja, der andere ist hier runtergefallen. Den kann ich leider nicht mehr plündern. Außer ich springe hinterher, aber das ist, sagen wir mal, semi-optimal. So, das kann ich kaputt wemsen. Mit Kollege Schrotflinte. Warte, wir laden erst nach. Wegen einem Schuss, obwohl, ah ne, da bleibt er, die Kisten bleiben ja stehen, genau. Wenn man die nicht voll plündert. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich versprech's dir. Ich versprech's dir, Sam. Hey, sie hat das weggeregt. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Joa, ich würde mal sagen, wir sollten die schleunigstens retten. Sonst, upsala. Sonst könnte das böse enden. Hallo, ich möchte gerne das Ding haben. Oh, hier waren wir doch vorher. Da ist ein Flugzeug. So. Jump. Auf geht's weiter. Nein, nein, nicht runterfallen. Kann ich hier mit der Pistole so? Nein, kann ich nicht. Ich gehe und sehe nach. Hier ist nichts. Kann ich echt nicht so mit der Pistole? Auf der Insel bricht bald alles zusammen. Wow, Volltreffer! Der Tank ist voll! Lass ihn nicht auslaufen, Mann, das Zeug ist Gold wert! Warum sind wir? Oh, ich glaube, ich sterbe gerade. Oh, da stirbt er mal. Explodiert das oder so? Nö. Ah, ich bin kurz vor Tod gerade. Warum müssen wir denn hier alles anfackeln? Habe ich irgendwie da was getroffen, dass das Ding auf dem Rücken explodiert ist? Nee, da ist er doch noch.
Kann ich dir nicht irgendwie jetzt hier mit der... Danke. Oh ja, genau. Bäm. Genau das wollte ich machen. Oh, oh, oh. Komm doch da jetzt locker hoch. Kann ich mich irgendwo verstecken? Stecken, 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 stecken. Ich will mich verstecken, verdammt. Hier komme ich nicht hoch. Oh, hier geht's auch lang. Okay. Da ist ja einer. Oh, da war auch noch einer. Egal, du stirbst jetzt, du Sau. Das merkt er gar nicht, oder wie? So vertieft. Da oben geht's aber nachher. Ich will aber erst plündern. Ich krieg gar keine Pfeile mehr. Okay, da sind wieder Pfeile. Wohl 21 habe ich nur noch. Springen wir mal hier rüber. Oh, 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 oh. Schießt ihr etwa auf mich, ihr Sackratten? Ich glaube, die haben mich gesehen. Bom. Hä, komm. Warte mal. Irgendwas habe ich da jetzt gemacht. Oh, hier durchswitchen. Weil ich kann. Alter, ich möchte da gehen. Ah, da runter gucken kann ich nicht. Kann ich da rüber springen, ohne zu sterben? Oh, da ist... da war ein Kopfschuss, Kollege. Da liegt überall Pumpgun-Munition, ey. Ich sollte mal mehr mit der schießen. Ah ne, da war noch einer, ne? Den ich hier abgeschossen hatte. Welchen davon hatte ich denn jetzt noch nicht geplündert? Den hier, ne? Gut. Naja, wir nehmen jetzt mal mehr die Pumpgun. Na super. Oh Gott. Das bricht doch hier alles zusammen, ey. Komm. Nein, nein, nee, das ist nee. Finde ich nicht gut. Upsala, oh. Irgendwie werde ich mal aufgespießt. Und irgendwie bin ich dann immer ziemlich tot. So ein bisschen zumindest. Ganz leicht. Aber die Ladezeiten nerven ein bisschen. Die sind teilweise ein bisschen lang. Muss ich sagen. So, hier. Upsala. Das Anvisieren kommt übrigens Auto. Nein, nicht wieder da rein. Oh, da ist ein Propeller. Was zum... Ah, was muss hier denn so sterben, ey? Mein Gott, so ein spitzes Ding. Durch den Kopf, ey, das habe ich auch schon öfter mitgemacht. Bin auch noch nicht tot. Mensch, 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 Mensch. Probieren wir es jetzt mal auf der anderen Seite. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, die anderen, die ist noch beschissener. Die ist noch beschissener als die dafür. Das ist doch totaler Dreck, Scheiß.
Suche nach speziellen Pflanzen, um irgendwas, irgendwas. Au, 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 rechts, 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 rechts. Oh, puh, aua. Ah, das kenne ich aus dem Trailer. Merke ich gerade mal. Das schürzt euch jetzt ein. I believe I can fly. Oder auch nicht. Oh Gott, ich muss irgendwie lenken. Sagst du, so einen Baum wollten wir mitnehmen? Schon für Weihnachten. So eine schöne Tanne. Zwar noch ein bisschen hin, aber... Aua, aua, aua! Aua! Boah, ohne Spaß. So oft wie die schon hingefallen ist, hätte ich eigentlich schon alles gebrochen haben müssen. Sieht geil aus. Suchen Sie nach erster Hilfe. Ja, wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Aber nicht mehr in diesem Part. Denn wir sind schon wieder über der Zeit. Und ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt versaue ich schon wieder den Schluss. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Macht's gut und Bananarama.